Meine Damen und Herren, Nuke Ping Pong, aber auch um alle abzuholen, ist ein Modus, der sich High Seas bedient. In High Seas gibt es die Waffe, die Harpune, mit der kann man sogenannte, wie heißen die Munition? Ich habe schon wieder vergessen. Kontrollmunition, glaube ich? Nein, das ist die andere. Meine, der kann man so eine Munition verschießen. Und da drehen Nukes dann um. Also quasi, Nuke kommt, Munition wird vom Gegner geschossen, Nuke macht den hier und fliegt dann dahin, wo das Projektil hinfliegt. Na? Das ist basically der Witz von Nuke Ping Pong, dass man sich Nukes wie beim Tischtennis, Täuschmunition, danke sehr, dass man sich wie beim Tischtennis die Nukes hin und her knallert. Oh mein Gott, reden wird jetzt schon schwierig. Meine Güte, was soll das heute Abend noch werden? Und es gibt New Nukes. Nukes, Sniper, das war's. Und natürlich die Harpoon, um diese Täuschmunition zu schießen. Alles klar, alles klar. Zusätzlich spielen wir obendrauf noch Fort-Swap innerhalb des Teams. Alle 3 Minuten wird geswappt. Es könnte nicht chaotisch sein. Lost City 4v4, die Frames droppen jetzt in den Boden, meine Damen und Herren. Wir gehen rein in die Olga. Und ohne Commander spielen wir den ganzen Lachs. Mit Reflective Terrain, also die Nukes können an Terrain nicht explodieren, sondern bouncen dann so irgendwo rum. Ich starte mal oben. Ist eigentlich egal, wo wir starten. Wie gesagt, alle 3 Minuten werden wir sowieso durchgeswitcht. Und ich bin nicht oben gelandet. Wo bin ich gelandet? Ich bin doch jetzt nicht etwa hier im Boot gelandet, oder? Nee, hä? Wo bin ich gelandet? Hä? Fußspuren? Ich bin auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite. Oh mein Gott, ist das peinlich. Können wir das bitte deinstallieren, das Spiel? Und diese Szene aus den Archiven des Internets streichen? Ach du Scheiße, ich hab gedacht, ich wäre links, aber ich bin rechts. Ah, Schmerz lass nach, Schmerz lass nach. Oh. Aua. Darauf erstmal ein Salzwerk, ey. Warte, wo können wir den hinplacen? Die Fahne kommt mal da weg. Warte, komm her. Warum kann ich das da nicht hinbauen? Warum kann ich die... Warum... Ich würde mich da jetzt veralbern. Warum geht das nicht? Ah, weg mit dir. Ich bin hohl. Ey, 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 ey. Da bin ich jetzt aber sauer. Ha? Stadion Salzi ist not amused. Also nicht, dass der so aussieht, als würde er gleich ins Stadion gehen, aber weil... Ach, Digga, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Ach, Mann. We failed. So, Munition kann jetzt gebaut werden und das ist mitunter die wichtigste im ganzen Spiel. Ohne die funktioniert dieser Game-Modus nicht, ja? Ja, ist das dumm. Da gibt es Ayan. Oh, freaking love it. Woo. Die ist aber auch sehr explosiv. Explosiv. Reden. Und so. Meine Damen und Herren, reden und so. Die Dinger kann ich schon bauen. Hier kommen meine Dings rein. Hier kann ich noch ein bisschen Munition placen. Hier noch eine zweite Reihe Windturbinen. I'd say... Das ist hier irgendwie ein ganz cooles Setup. Keine Ahnung, was die optimale Höhe von den Dingern ist. Wir brauchen auf jeden Fall mehrere, weil die auch Cooldown haben. Wieder mehr Munition. So, das kann weg. Bisschen mehr Strom. Eine Battery. Irgendwo dahin, wo es mir so richtig schön wehtun kann. Na, versteht ihr? An den Kern natürlich. Wo auch sonst. Und wir werden geswappt. In welchem Fort sind wir? Ganz unten. Alles klar. Das sieht jetzt absolut nicht falsch aus. Nein, nein. Kann man gar nicht falsch interpretieren. Guck mal hier. Das sieht doch schon richtig gut aus, das Fort. Knallen hier auf jeden Fall noch Batterien hinten unten rein. Da muss genug Speicher drin sein. In der Olga. Ich weiß nicht, was ich mit Olga habe heute den ganzen Tag. Warte mal, wo ist denn hier der Schornstein? Da ist der Schornstein. Den klatschen wir da nochmal eben rein. Wir haben jetzt hier noch keine Nukes. Haben wir die Tech schon? Wir haben die Tech, jawohl. Dann müssen wir uns den Waffen scrollen. Das geht manchmal nämlich nicht. Nils ist raus, alles klar. Was ist da los? Nils, wir vermissen dich. Komm zurück, Nils.
kann schon. Das ist schon egal dann. Du kommst weg. Hier machen wir die Aufhängung nochmal ein bisschen geiler. Und dann kommst du auch weg. Oh, wir floaten, wir floaten, wir floaten. Erstmal Float verhindern, Munition bauen. Wir haben zu wenig Munition. Solange der Stromvorrat reicht, reinbuttern. Zack, dich upgraden und dann nächsten Nuke. Jetzt ist wieder da. Sehr geil. Wir haben in der Mitte noch so einen Fake-Turm, aber die erste Nuke, die da reinkracht, macht das alles weg. Ne? Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Hier müssen wir nur mal gucken. Hoppala. Da kam was geflogen von oben. Dass die Nukes auch noch losfliegen können. Und ich glaube, das war's jetzt schon. Weil da hinten... Ah, vielleicht taucht die Nuke dann drunter durch. Ah, ist aber schon ein bisschen sehr risky. So, das können wir nochmal alles hier hochziehen, den Lachs. So wie wir Ressourcen halt haben. Hier noch eine Tür ran. Von den Dingern kann man wirklich einfach gar nicht genug haben, ne? Also, das ist einfach so. Hier baue ich mal so eine kleine Brücke runter. Oh mein Gott, die erste Nuke kommt. Das heißt, der Lachs wird gleich eröffnet. Der Spielplatz. So. Hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir noch irgendwie... Ich probiere es mal hier noch mit einer. Na, jetzt macht der Lachs hier in der Mitte einen Abgang. Ganz viele Lachsäule wieder unterwegs. Man kennt's. Bauen auf jeden Fall noch hier ein bisschen Defense. Jo, auch hier unten mal ein bisschen mehr Auftrieb. Es gibt keine Möglichkeit, die Nukes abzuwehren. Andere als die Harpune. Oh, und da sind wir wieder weggeswitcht. Where are we now? Da kam auf jeden Fall was runtergeflogen. Hier, I guess. Da, wo es runtergeflogen kam. Sehr gut. Das ist immer vielversprechend. Plump. Machen wir wieder weg. Okay. Nils struggelt gerade. Placen wir den. Wir haben hier gar nichts. Das ist ein einziges Defense Fort. Interesting. Schön voll machen das Ding hier, ne? Ist jetzt hier nicht so die beste Verstrebungskunst. Aber was machst du denn? Jeden Fall ein bisschen mehr Defense bauen. Damit unsere Geräte nicht so exorbitant reinknattern. Wir können aber auch die Dinger hier bauen, no? Nein, können wir nicht. Wir sind ein Landfort. Wir können die Nukes nicht bauen. Dann würde ich die wieder abreißen, weil die bringen uns gar nichts. Da müssen Nukes rein. Und in der Zwischenzeit Munition bauen, ne? Hier noch ein paar... von denen hier. So, Nukes direkt placen. Zwei Stück. Noch eine, wenn es geht. Hier können wir eigentlich auch abreißen, ne? Jawohl, let's go! Da hat jemand nicht genug Defense gebaut. Aber ich habe noch gar nicht geguckt, was passiert ist. Ich habe noch gar nicht geguckt, was hinten nicht und überhaupt und so. Ah, mein Gott. Reden. Da kommt ein Nuke-Gerät. Da kommt ein Täuschkörper. Da kommt noch ein Täuschkörper. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Da kommt ein Täuschkörper. Das geht leider nicht. Jetzt very much ärgerlich. Hier auf, ach, auf einmal geht's, ja? Okay, never mind. Wir haben noch keine wirklich... Doch, der ist, wäre frontal gerichtet. Okay. Wäre auch bereit gewesen. Habt ihr alle gesehen? Okay, man muss aufpassen. Nicht, dass einem so ein Ding hier untergeschummelt wird. Den verliere ich jetzt wahrscheinlich. Okay. Schön vorsichtig. Ihr könnt direkt wieder alle umdrehen. Wenn man die Dinger trifft, dann ist halt schwierig. Oh. Kein Quatsch. So. Du musst weg. Sonst kann das Ding nicht schießen.
Da machen wir noch eins drin. Da placen wir noch eins. Oh. Jetzt kommt der Swap, das ist ein bisschen problematic. Hier oben. Müssen wir die wieder wegmachen. Ja, die Dinger da müssen wir weg, ne? Da haben wir vielleicht mal den Nuke gegen. Oh, eine zweite noch dazu. Ist das runterfällt. Munition auf jeden Fall nicht vergessen. War wichtig. Okay. Ist da? Hier war Munitionslager, I guess. Gerade kein Strom. Fehlt uns wahrscheinlich eher Batterien. Jo, 9000, das ist ein bisschen wenig. Okay. Boah, es ist echt eine große Map. Boah, dann klammern wir da nochmal ein paar rein. Da mal eine rüber. Ja, jetzt wird es halt schwierig, ne? Das war Kneppes. Ja, das ist gut. Die ist richtig... Oh, nee. Shit. Okay. Ja, wir brauchen mehr von den Geräten, ne? Gar keine Frage. Und mehr Munition. Wenn uns die Munition ausgeht, war's das mit uns. Basically. Wir versuchen da hinten ein paar Geräte zu snipen. Auf jeden Fall nicht die feine Art. Aber wann waren wir schon jemals bekannt für die feine Art? Jetzt rein da, in der Hoffnung, dass es das Team nicht merkt. Der hat auch gerade geschossen. Wenn das seine letzte war, wäre geil. Da habe ich diese letzte Metallstrebe da weggesammelt. Auch nicht schlecht. Hoppala! Nein! Okay. Der hat uns. Da sind da noch ein paar mehr. Im Umlauf. Bauen wir noch Munition. Nicht mehr ganz so viele gerade. Jawohl, let's go. Oh, warte, da kommt ein Ding. Aber ich wäre bereit gewesen. Ich wäre auch da gewesen, Team. Kein Ding. Das ist halt die Krux, ne? Wenn du drei auf einmal als Team verschießt, ist halt schwierig. Im Zweifel. Geil, der hat keine Geräte. Rein in die Olga. Windpark aufbauen. Zack. Bomb. Nächstes Gerät. Oh, das wird schmerzhaft, ne? Das wird schon... Eieiei. Da ist sogar einer offen. Warte, Swap. Wo kommen wir rein? Hier müssen wir. Ins Startfort. Let's go. Ja, ist die doch. Okay. I'm still alive. Let's go. Wir brauchen, glaube ich, den Sniper ein bisschen weiter hoch, um unten was zu treffen. Die Dinger müssen jetzt hier reinfliegen. Anderes haben wir gerade nicht im Angebot. Die gehen jetzt... Ah, nein. Oh mein Gott, das Wasser reflektiert auch? Ja, natürlich, es ist Terrain. Terrain. Aber gut, okay, ja. Wild. Das hatte ich jetzt nicht bedacht bei Reflective Terrain. Aber das ist... Oh mein Gott, das ist ja huge. Das ist ja richtig geil. Nee, Moment. Also, oh Gott. Das ist geil. Nee, doch, ich leg mich fest, ist nice, ist nice. So, der da unten hat mir ein bisschen zu viele Geräte. Da müssen wir mal rüberlunzen. Nee, wir wollen gar nicht so sehr das da. Das nehmen wir mit. Nee, den nicht. Nee, den auch nicht. Bisschen höher, aber nicht zu hoch. Jawohl. Ja, sehr schön. Let's go. Ja, ich muss auf die Nukes warten. Das kann wieder weg. Ah, das ist geil, dass die Nukes nicht im Wasser verschwinden, weil das war früher immer so ein kleines Problem. Dass die dann damit obsolet waren, die Nukes. Und in Anführungsstrichen nur das Wasser gehittet haben. Oh, gefährliches Manöver, aber kommt gut. Bong. Nee, hä? Warum ist er denn jetzt? Ich versteh's doch nicht, Leute. Manche bouncen auf der Wasseroberfläche und manche versinken im Wasser. So, da schicken wir mal einen rüber.
dass er die wieder mitnimmt. Und dann da richtig schön rein. Guck dir das an. Peng. Peng. Und die dreht da jetzt ihre Runden, aber sie hat es geschafft. Und nächste Nuke. Zack, rein. Und nochmal den Sniper genommen. Sniper gekriegt. LOL! Geplant. Absolut geplant. Fake News wäre was anderes behauptet. Oh, das ist schon ein bisschen räudig, das da gerade wegzusnipen. Ne? Ich fühle mich gerade ein bisschen dreckig. Das ist schon sehr, sehr belastend für die Kollegen. Bin ich wieder nachgeladen? Jawohl. Oh. Uff. Oh, Top Base kommt mit Nukes. Erstmal ein paar da hinterher wegziehen. Kommt mal hier vielleicht runter? Nee? Na, jetzt fliegen sie vielleicht drüber. Jetzt fliegen sie wieder runter. Alarm! Okay, alles klar. Alle vier. Okay. Wir haben ja genug Munition, ne? Wir haben gar keine Munition mehr. Wer hat denn hier gehaushaltet? Wo sind sie eingekracht? Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, das passiert, wenn man dann keine Munition nachbaut. Machen hier mal so ein bisschen Auftrieb wieder wett. Mal da ein bisschen hochkommen. Schließen wir mal die Olga da unten. Oh nein, dich doch nicht. Ach, goddammit. Zu viel Tab E. Leute, zu viel Tab E in dem Modus auch nicht gut. Oh, oh, bitte, ihr, ne? Die Range hat, glaube ich, nicht gereicht. Aber der da unten hat noch ein Gerät, der Kollege hat noch ein Gerät. Huh! Rüber mit euch! Hui, hui, hui! Okay. Ah, die drehen sich da jetzt und ah, der Kollege ist jetzt auch schon tot. Aber die ja, das ist so stupid. Mit Reflective Terrain auf Wasser. That's a new level. New West Order, hätte ich fast gesagt. Auch mal der Kernschaden bekommen, frage ich mich gerade. Oh, nicht aufgepasst. Das ist gar nicht gut. Jungs, hab mich. Ich hab nichts mehr. Nur noch Nukes. Ah, da kommt noch so ein Gerät. Hilfe. Ah, so wenn ja, da war die Zimmer. Ja, moin. Ich meine, einer hat überlebt gefühlt. Oh mein Gott, wir haben auch nur noch einen Schlot. Das ist alles kaputt gegangen hier. Schnell, wir brauchen Strom. Okay, 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 okay. Huh. Dann wären wir fast noch gestorben, ne? Zeig ich, wie es ist. Bisschen unglücklich jetzt, ne? Aber wir werden ja auch gleich wieder weggeswappt. Right? Okay, easy, easy. Manchmal tauchen die ins Wasser ein, manchmal nicht, die Waffen. Das ist ein bisschen... Oh ja, sehr schön. Oh, schönes Ding. Guck mal hier, peng. So. Einfach noch ein paar Dinger bauen. Okay, so viel brauchen wir gerade gar nicht. Wir sind jetzt erstmal weg, ne? Ja, tschüss. Also, reicht dann auch wieder. Ja, ja. So, hier, zack. Und rein in die Olga. Ich habe zu wenig Strom. Verdammte Axt. Er will snipen. Er kriegt Snipes. Oh. Das war nicht vorgesehen, Kollege. Okay, die werden erstmal entschärft, wie ich sehe. Nee, das kommt zurück. Oh mein Gott. Jawohl, da haben wir es doch. Sehr schönes Ding. Nuke Ping Pong, meine Damen und Herren. Ein wirklich, wirklich wilder Mod. Das sind die Boys, mit denen wir nachher spielen. I think. Ich weiß es gar nicht so genau.
Nice.